Moin, ihr Maschinen. Da gibt es Gott sei Dank noch keine Genderform, glaube ich. Ich grüße euch. Herzlich willkommen aus dem Hometown Gym in Hamburg. Was machen wir heute? Ein schönes, ganzheitliches Workout mit Schwerpunkt Core. Und unser Spielzeug des Tages ist der BOSU Pro Black Edition. Damit machen wir uns jetzt schön fertig. Vielleicht diesmal auch nicht. Ich guck mal, ich habe mir was überlegt. Habe es wie immer nicht ausprobiert vorher. Ich glaube aber, mittlerweile eine Mitte gefunden zu haben, mich nicht ganz zu zerlegen und was zusammenzustellen, was für viele Leistungsniveaus passt. Ich erzähle viel beim Workout, ich gebe vielleicht mal eine Variation. Wir machen es immer ganzheitlich, fangen mit den Beinen an. Wir machen immer eine große Muskelgruppe, Beine, ein Core, ein Push, ein Core, ein Pull, ein Core. Hinten raus bringen wir die Herzfrequenz hoch. So soll das Workout heute aussehen. Wir machen immer 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Quasi, nee, nicht quasi, es ist ein Tabata-Training. Jo, und ihr solltet es mit Schuhen machen. Weil wir nachher Burpees machen, das ist vielleicht etwas unangenehm, wenn man nach hinten abspringt, das barfuß zu machen. Wenn ihr möchtet, die Burpees, nee, zieht Schuhe an. Fertig, aus. So, 20 Sekunden ballern. 10 Sekunden Pause, wir machen 2 Runden. Nach der ersten Runde mache ich 2 Minuten Serienpause. Ich hoffe, ihr kommt gut mit. Ich habe mir einen kleinen Zettel gemacht. Ich glaube, das ist auch für Breitensportler, Gesundheitssportler gut zu machen, dieses Teil. Jo, es geht los. So, es geht los. 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Die ersten beiden Übungen, der Boseball, both sides up heißt das übrigens, umdrehen, wie ihr in dem Erklärvideo oder in dem Vergleichsvideo, Produktrezensionsvideo gesehen habt, bitte kontrolliert aufsteigen. So, es geht los, wir machen Squats, Hände hier, hier, möglichst, lasst sie mal nach Schläfe, Ellbogen nach hinten, ich fange jetzt einfach an, 20 Sekunden Arbeit, zieht die Ellbogen nach hinten, schöner tiefer Squat, 20 Sekunden. Der Ball soll möglichst wenig wackeln, knallt nicht runter, macht das kontrolliert, ja. Ich habe auch in der Produktrezension, seht ihr, mich Squats machen, wenn das am Anfang wackelt, macht eine kurze Pause nach den ersten 2-3, das ZNS und der Körper gewöhnt sich daran. Ja, so, das war's schon. Kontrolliert absteigen. Ring erst auf den Boden, dann runter. Core-lastig das Workout heute, Beine haben wir jetzt gemacht. Nächste Runde, Mountain Walks, leichte Mountain Walks, Knie tippt an den Ellbogen. Der Boso ist eine instabile Unterlage, das heißt, ich muss viel mehr Muskelfasern ansteuern, als würde ich es, wenn ich es auf dem blanken Boden mache. Ganz ran tippen. Auch ein bisschen Beweglichkeit, bitte nicht reinfallen mit dem Po, ans Knie tippen. So, ich drehe den Ball um, jetzt kommt was richtig Lustiges. Gleichgewicht und Kraft und Lage im Raum. Ich mache einen Reverse Lunge, mache mich groß, finde kurz mein Gleichgewicht, das wackelt, wechsle das Bein, finde kurz mein Gleichgewicht, guck, dass das Knie nicht über die Fußspitze geht, Ellbogen zieht ihn nach hinten, dass ihr Dehnung auf der Brust habt, bleibt kurz drin. Kurz immer das Gleichgewicht finden, so eine halbe Sekunde wirklich drinstehen. Ja, die ist nicht einfach, macht aber Spaß, wenn man sie nachher kann. So, das war die dritte Runde. Wir drehen den Ball wieder um. Ähnlich wie die zweite Kurbelung geht das linke Knie zum rechten Ellbogen und wir wechseln. Ihr müsst das Becken eindrehen, nochmal härter. Ball möglichst unbewegt im Raum. Versucht wirklich an den Ellbogen zu kommen, nicht irgendwie da unten zum Handgelenk, wirklich zum Ellbogen arbeiten. Hoppa! Mit einem sanften Tipp. Super. Nächste Übung. Drehen den Ball um. Crunches. Ihr benutzt das quasi als Lordosekissen, den BOSU. Hände an die Schläfe. Wer möchte, darf seinen Kopf leicht stützen. Schultergürtel ab. Bisschen mehr die Bauchmuskeln kontrahieren. Oh, den habe ich lange nicht gemacht. Geil. Ich habe auch Muskelkater. Für mich ist wichtig, dass der Blick an der Decke bleibt und nicht das passiert. Alright, next one. So, jetzt kommt was für den Rücken. Nutze das als instabile Unterlage für den Rumpf. Nennen Sie mal Latzug nach vorne oder frei. Überstrecke den Rücken, spanne den Rückenstrecker an, versuche mit dem Daumen zum Schulterdach zu gehen. Nach vorne oben, ganz strecken und zusammenbringen. Ganz strecken, zusammenbringen. Handbecken zeigt immer nach vorne. Versucht den Ellbogen ganz zu strecken. Zum Schulterdach mit dem Daumen, Fingernagel auf die Schulter tippen, nach vorne oben strecken.
So, what's next? Jetzt kommt was Lustiges. Fiese Nummer. Jetzt kommt ein Sideplank. Jetzt müssen wir gleich gucken, dass ich den. Auf den haben wir gleich zweimal. Einfache Variante: Füße voreinander, eindrehen, aufdrehen. Ihr verändert dauernd die Körperschärfung. Manchen Leuten ist das hier schon richtig am Wackeln und es soll ja wackeln. Schwerer wäre es, wenn ich die Füße übereinander lege. Ich gebe mal die härtere Nummer. Muss das schon gut, dass ich da schon ordentlich arbeiten muss. Wow. So, andere Seite. Ich mache gleich die schwere Variante. Ellenbogen unter der Schulter, Füße übereinander, Blick folgt. Hüfte maximal hoch und nach vorne in die Extension. Schön einlegen. Ups, da hat sich fast gelegt. So, Push-Ups. Ich hoffe, dass eure Handgelenke das mitmachen. Viele Leute haben Probleme, Push-Ups auf der Fläche zu machen. Ich mache sie jetzt erstmal hier, wechsle hier rüber, gehe so weit runter, wie das meine Kraft mir erlaubt. Muss also ein bisschen steuern, wo bin ich. Wenn ich nicht mit beiden Händen drauf bin, geht das eigentlich, wenn ich nicht die Volllast drauf habe. So, jetzt nächste Bauchübung. Fieses Ding, ich hoffe, ich kann mich runter. Draufsetzen, ganz viel Beckenboden, Füße in die Luft, links, rechts tippen auf den Ball, tippen die Hände. Viel Beckenboden, quere Bauchmuskeln. Hui! So, der eine oder andere fällt vielleicht runter, ist nicht schlimm, man fällt nicht so tief. Boah, ich muss viel balancieren, ganz viel Beckenboden, viel Core. Letzte Übung, jetzt machen wir die Pumpe hoch, ein Burpee. Den machen wir gleich mit einem kleinen Schulterpush, natürlich nicht viel Gewicht. Natürlich nicht viel Gewicht. So, Ball bei den Abschwung nach hinten, tiefer Push-Up, anspringen, Push-Up nach oben. Damit ich die ganze Range kriege von dem Liegestütz mit dem Kinn vor dem Bosu. Erste Runde geschafft, 2 Minuten Pause. So, ihr Lieben, Runde 2. Es gibt eine einzige Variation bei den Push-Ups, die machen wir ein bisschen härter. Erst geht los, fangen an mit den Squats. Hände an die Schläfe, Kiste nach hinten unten, nicht runter plumpsen. Ellbogen ziehen, Dehnung auf der Brust, weg vom Schreibtisch. Po nach hinten unten. Schön. Oh, fuck! Das bleibt drin. Entschuldigung. Oh Gott. Shit. Lassen wir das drin, Dennis? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ah. So, das waren die Squats. Mountainwalks gerade, aber kontrolliert. Instabile die Unterlage, geht in Stütz, Schultern über dem Ellenbogen, an den Ellenbogen tippen. Nicht zum Handgelenk, sondern je näher ihr kommt, desto mehr zieht ihr den Po zur Decke und crunch richtig rein. Jetzt spült die Kaffeemaschine. Ja, das live. Sehr schön. Reverse Lunge. Gebt uns mal bitte Feedback dazu, wie euch die gefällt. Ich finde die total geil. Ich muss nach hinten suchen, wo bin ich im Raum. Ich habe Kraft, ich habe Gleichgewicht. Ich finde diese Übung ziemlich geil. Die kommt häufig vor bei mir. Ich finde sie ziemlich anspruchsvoll. Ich muss nach hinten meine Lage im Raum finden. Ich muss den Fuß richtig platzieren. Wo sind meine, wie sind meine Gelenke gebeugt, gestreckt? Ich sehe nicht nach hinten. Ich muss das alles über mein Körpergefühl machen. Immer unten Gleichgewicht finden. So, Mountain Walks diagonal. Ist die nächste Runde, Core wieder in Stütz, rechtes Knie, linker Ellbogen und so weiter, rechtes Knie, linker Ellbogen, auch hier zum Ellbogen, versuchen mit Tipp zu arbeiten. Wenn das am Anfang nicht klappt, ihr Schwierigkeiten habt, bleibt dran, das wird irgendwann. Schön drehen die Hüfte, seitliche Bauchmuskeln, Serratus, Interkostal, also Sägemuskel, Zwischenrippenmuskeln. So, der Crunch. Als nächste Pro-Übung, wenn wir gleich zum Rücken kommen, nehmen wir jetzt über Dosepolster. Oh, bin zu spät. So, schön, ihr dürft ruhig überstrecken nachher. Ihr habt genug Unterstützung hier und dann schön ab mit dem Brustkorb, bis hier richtig Zunder auf der abdominalen Muskulatur ist. Fachidiot schlägt Kundentod. Ah.
Cäsar. So, Superman, sogar Latt ziehen in Bauchlage. Dreh das um, mach's mal ein bisschen zur Seite. Nutze das Unterlage. Überstrecke, Rückenstrecke an. Ganz strecken. Die ist knackig, die ist fies. Der Daumen möchte zum Schulterblatt. Handflächen zeigen immer nach unten. Ganz strecken nach vorne oben. Full Stretch. Blick nach unten, nicht den hier. Das ist die hyperkyphose Halswirbelsäule. Das ist auch ein Hohlkreuz in der Halswirbelsäule. Das nicht machen. Immer Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Next ist die Variation. Nein, jetzt kommt erst der Sidelank. Ich fange mit der schweren Variation an. Die einfache habe ich euch in der ersten Runde gezeigt. Füße übereinander, Ellenbogen unter der Schulter, eindrehen, aufdrehen. Nicht durchrutschen mit der Hüfte, immer wieder nachkorrigieren. Oh, da mach jetzt. Andere Seite. Maximal nach unten durchgreifen. Maximal. Und aufdrehen, bis ihr Dehnung auf Brust und Schulter habt. Gut so. So, jetzt kommen die Push-Ups. Jetzt kommt die schwere Variation. Guckt, ob es in den Handgelenken klappt. Instabile Unterlage nochmal etwas härter. Der Druck geht hier in den Ball rein. Platziert die Hände so, wie das für euch am angenehmsten ist. Hebung schön eng am Körper, da kommt ihr aus dem Trizeps. Mir gefällt jetzt, doch, es gefällt mir, doch, jetzt etwas näher dran. Ein bisschen mehr Range, oh, wird nochmal dreckiger. Danke, so. Jetzt kommt die kleine Rotationsbewegung. Beckenboden ansteuern, die zündet richtig. Füße in die Luft, beide Hände berühren den Ball. Beide Hände berühren den Ball. Füße in der Luft. Wenn ihr könnt, schließt ihr die noch, wird noch mal härter, kann man sich einen Tennisball reinklemmen. Ja, fällt mir immer dann erst auf, wenn ich es mache. Ich mache das jetzt nicht nochmal. Ich versuche sie mal zu schießen, wird dann deutlich härter. Beide, Hände berühren den Bosu. So, und zum Schluss eine kleine Ganzkörperübung, ein Burpee mit Schulterpush. Ich mache die natürlich mit Liegestütz. Wer möchte, ich mache meinen ersten mit Liegestütz. Ich nutze den Impuls, drück ab nach oben. Oder ihr macht ihn. 1, 2, as you like. Ich mache ihn mit. Bop, bop. Ab nach oben. Letzte Runde ist das jetzt schon. Komm, gib doch mal Gas. Ich danke fürs Zusehen. Ich habe, glaube ich, das erste Mal ein Workout kreiert, was nicht so hardcore ist. Das Ding kann echt jeder machen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Und wie immer freue ich mich über Kommentare jeglicher Art. Echt her damit. Ich mag den Austausch mit euch. Daumen hoch, Daumen runter. Folgt uns gerne. Liked uns, disliked uns. Aber das Wichtigste, bleibt gesund. Liebe Grüße aus Hamburg. Ciao.